Heute wollen wir die Einstellung der Mähbalken demonstrieren und haben hier einmal den Mähbalken 1,20 Meter, das Fingerbalkenmähwerk angebaut an einen Traktor 26 PS. Das ist die richtige Größe für dieses Mähwerk. Das ist die Grundstellung. Das Mähwerk wird angebaut an den Traktor hier im Treibpunkt. Dieser Hebel hier, das ist der Hebel zum Einstellen für die Schräge, muss hier unter den Unterlenker des Traktors gesetzt werden. Dann haben wir hier eine Kette, die jetzt lose hängt. Die wird so eingestellt, das zeige ich nochmal, wenn es nachher in der Einstellung ist, dass dieser Dreipunktbock von dem Mähwerk entlastet wird in der Arbeitsstellung. Gesichert ist der Mähbalken durch eine mechanische Sicherung, die beim Transport immer angebaut sein muss und hier über eine Flügelschraube fest ist. Wenn wir jetzt in die Arbeitsstellung übergehen, dann wird hier die Flügelschraube gelöst und die Sicherung abgebaut. Dann wird der Mähbalken mit der Hand runtergeführt und langsam ausgehängt. Als nächstes wird von dem Mähbalken die Sicherung, der Schutz entfernt, der über zwei Federn hier fest eingespannt ist und somit die Klinge bzw. auch das Messer schützt, aber auch Leute schützt, die da vielleicht arbeiten. Das ist die Grundeinstellung. Wichtig ist dabei, dieser Hebel hier wird hier über den Umlenkhebel und dann über diese Kette, Feineinstellung, wird der Mähbalken eingestellt. So ist er richtig eingestellt, weil wenn man den Mähbalken runterlässt, was wir jetzt tun, sehen Sie, dass sich der Balken parallel absenkt. Jetzt sind wir in der Arbeitsstellung. In der Arbeitsstellung hat der Mähbalken an der Innenkufe eine Verschleißkufe und an der Außenkufe ebenfalls eine Verschleißkufe. Beide sollen leicht über dem Boden schweben, also sie sollen nicht auf der Erde laufen. Dann haben wir ein Schwattblech, was leicht beweglich angebaut sein soll, dort mit einer Feder gesichert, sodass es Unebenheiten auch mitläuft und das Schwattblech etwas zusammenbrechen. Hier ist eine Kette angebaut, die den Dreipunkt hier hält, sodass der Traktor hier eine gewisse Entlastung hat. Und dieser Hebel hier ist dafür da, um das Mähwerk dann hier unter dem Unterlenker des Traktors über den Hebel, hier die Kette, hier der Umlenkhebel und über diesen Umlenkhebel, der hier frei schwebt, hier die Kette dann die Feineinstellung vornimmt, über diese Schraube. Wenn wir jetzt an der Feineinstellung schrauben bzw. drehen, wird hier erstmal die Überwurfmutter gelöst. Und dann sehen Sie hier, wenn wir jetzt zum Beispiel fester drehen, bewegt sich der Mähbalken nach oben. Das ist natürlich zu hoch eingestellt, aber über diese Feineinstellung ist der Mähbalken genau in Waage über dem Mähgut eingestellt, sodass der Mähbalken dann schwebend über die Wiese läuft. So ist es in etwa eingestellt. Jetzt kann man noch eine Sache machen. Man kann hier über den Oberlenker, indem man den Oberlenker raus oder reindreht, das Mähwerk entsprechend kippen bzw. es in die Endstellung bringen, sodass man hier einmal das Mähwerk nach vorne oder nach hinten kippen kann, je nachdem, wie tief man mähen will. Eine gute Mähhöhe ist wie hier eingestellt. Ein halber Finger, ein halber Zeigefinger hoch sind ungefähr 1 bis 1,5 cm. Damit ist das Mähwerk eingestellt. Diese Kette hier, die hier auch noch mitgeliefert wird, ist dazu da, um hier das Mähwerk einzuhaken und dann hier die Sicherung einzuhaken, hier oben. Das bleibt lose dran,
Das ist dazu da, wenn das Mähwerk mal ausschlägt, dass die Kette hier das Mähwerk festhält. Hier ist diese Sicherung über eine Feder gesichert. Wenn wir gegen einen Gegenstand fahren, dann wird hier diese Sicherung ausgehebelt, beziehungsweise die Feder hebt sich an und der Mähbalken schwenkt nach hinten und wird hiermit gehalten. Wenn wir mit dem Balkenmäher in den Einsatz gehen, ist es wichtig, dass man bestimmte Dinge beachtet. Wir müssen zuerst den Balkenmäher runterklappen. Dafür wird diese Schraube gelöst. Und man lässt den Balkenmäher mit der Hand runter. Er bleibt jetzt noch in der Ausgangsstellung stehen. Wichtig ist, dass die Sicherung und die Schraube gesichert werden und weggelegt werden. Nicht auf dem Feld liegen lassen. Dann muss man den Schutz entfernen. Hier mit zwei Federn, sodass das Messer dann frei zugänglich ist. Auch der Schutz muss weggelegt werden. Dann kommt es darauf an, die richtige Gangwahl zu wählen. Das Mähwerk ist komplett angebaut. Wir haben hier den Ganghebel, den wählen wir in die Station 1. Wir wählen den Gruppenhebel auf Mittelstation und wir wählen die Zapfwellengeschwindigkeit auf 540 E. Das sieht man hier auch nochmal in dem Drehzahlmesser, wo wir die Zapfwellendrehzahl 540 E und 540 haben. Bei den Balkenmähern ist es ausreichend, mit Zapfwellendrehzahl 540 E zu fahren, weil wir hier relativ wenig Kraft brauchen. Jetzt kommen wir in den Einsatz. Traktor anlassen. Gruppe einstellen. Gang wählen. Zapfwellendrehzahl wählen. Und dann hinter die Zapfwelle bzw. das Feder drehen. Dann drehen wir die Drehzahl mit dem Handhebel hoch auf 540 E. Jetzt haben wir die Drehzahl 540 E.